Besserer Start aber für Luzern. François Affolter steigt nach einer guten Viertelstunde am höchsten, köpft ein zur Luzerner Führung. Die Innerschweizer mit dem Vorsprung im Rücken plötzlich sorglos. Der weite Ball auf Schetta. Greter verteidigt schlecht. In der Mitte Ben Khalifa. Der Ausgleich nur gut zwei Minuten nach Luzerns Führungstreffer. Die 33. Minute. Cololli im 1:1 gegen Lustenberger. Cololli fällt. Schiedsrichter Bieri entscheidet sofort auf Penalty. Cololli führt selber aus. 2:1 für Lausanne, so steht's auch nach 45 Minuten. Luzern kommt wieder besser aus der Kabine. Lustenberger auf links, seine Hereingabe kann Schneuli verwerten. Das 2:2 in der 50. Minute. Zehn Minuten später ein Müsterchen aus Pleiten, Pech und Pannen. Rückpass von Montero. Rückpass Makopi. Neumeier erbt zum 2:3. Der Rückpass von Makopi. Einfach nur dumm. Lausanne nun völlig von der Rolle, Luzern eiskalt. Der Schuss von Ugrinic, Itten steht goldrichtig, erzielt das 2:4. Die Waadtländer aber zeigen eine tolle Moral und Luzern schwächen in der Abwehr. Schneuli verpasst diesen Ball, dahinter lauert Nassim Ben Khalifa, der Anschlusstreffer in der 78. Minute. Klasse gemacht von Ben Khalifa. Die Hoffnung zurück, Ben Khalifa immer noch auf dem Platz. Pack mit der Hereingabe. Ben Khalifa trifft zum dritten Mal in diesem Spiel und zum 4:4 Schlussresultat. Ein Torspektakel, das richtigerweise unentschieden ausgeht.